Das ist eine normale Mobilfunkantenne, wie ihr sie aus dem Netz kennt und wie jeder sie aus der Stadt kennt. Was wir hier haben, ist eine Antenne für eine Small Cell. Und das brauchen wir, um gezielt dort das Mobilfunknetz zu unterstützen, wo viele Leute unterwegs sind und wo ganz viel Datenverkehr abtransportiert werden muss. Und wir sind heute in der Schweiz zu Gast bei Huber und Suhner. Das ist ein Spezialist für Vermittlungstechnik. Und die lassen uns heute mal hinter die Kulissen gucken, wie man so eine Small Cell Antenne entwickelt. Das hier ist eine öffentliche Telefonsäule, wie ihr die alle aus den Städten kennt. Und das ist zum Beispiel ein Einsatzgebiet, wo wir solche Small-Cell-Antennen in Zukunft unterbringen können. Es geht aber auch zum Beispiel an Straßenlaternen. Für das Thema Small-Cell-Antennen habe ich eine echte Expertin dabei, und zwar ist das die Irina. Irina ist unsere Projektleiterin für Small-Cell-Antennen. Irina, was ist jetzt das Besondere an den Antennen, an den Small-Cell-Antennen, die wir hier in der Schweiz sehen können? Mhm. Small-Cell-Antennen gibt es ja schon eine Weile. Was ist neu? Weil diese Antennen extra mit einem breiteren Spektrum entwickelt wurden und die können unterstützen nicht nur die 4G-Frequenzspektrum, sondern auch die Frequenzen für 5G. Was sind denn so die typischen Einsatzszenarien für solche Small-Cell-Antennen? Zum Beispiel, um einen Marktplatz zu versorgen, brauchten wir eine Antenne mit einer runden Antennendiagramme, die in allen Richtungen Mobilfunkversorgung schafft. Für eine engere Gasse brauchten wir eine Antenne mit einem engeren Öffnungswinkel in der Antennendiagramme. Oder vielleicht an den Straßenkreuzungen brachten wir auch eine gerichtete Antenne, aber mit etwas breiterem Öffnungswinkel. Also ganz unterschiedliche Anforderungen an die Antennen. Wie viele Antennentypen braucht man denn da so? Mit der Firma Huber und Suhner haben wir insgesamt 5 Antennentypen entwickelt. Die sind aber in 2 unterschiedlichen Bauformen gemacht. In der runden, kleineren, kompakten für die Einsätze wie die Telefon. Säule oder Stadtmöbel und die quadratischen für die Hauswände, Laternen, Ampeln und so weiter. Das heißt, diese Small Cell Antenne ist jetzt hier in der Telefonsäule verbaut, weil ich sehe die nicht. Richtig, das ist auch gut, dass du die nicht siehst. Das war auch eine Anforderung von unserem Projekt. Damit wir dem Startbild nicht schaden, durfte die Antenne keinen Schatten auf das Löchkenzeichen werfen. Und wir machen das gleich auf und zeigen, was da drin ist. Was genau hat der Kunde denn jetzt von diesen Small Cell Antennen? Diese Antenne hat einen höheren Antennengewinn. Das erweitert die Größe von einer kleinen Zelle. Und dadurch können wir mehrere Kunden bedienen. Und jeder Kunde im Einzelnen durch einen neuen verbauten MIMO-Technologie kann höhere Datenraten bekommen und dadurch schneller surfen. Irina, diese Small-Cell-Antenne, aus welchen Elementen besteht die genau? Diese Small-Cell-Antenne, das ist ein passiver Teil von der Small-Cell. Und die Antenne an sich besteht von einem Gehäuse, das ist das, was wir von außen sehen. Drin befinden sich die Antennenelemente, danach kommen die Kabel und die Stecker. Und am besten, wie die entwickelt werden und wie die hergestellt werden, erzählt uns die Kollegen von Huber und Suhner. Claudia, kurze Erklärung zu Huber und Suhner. Was machen die eigentlich? Wir sind Spezialisten in Verbindungstechnik, in verschiedenen Technologien, Fiberoptik, Hochfrequenz und Niederfrequenz. Und das machen wir für 3 verschiedene Märkte, Industrie, Kommunikation und Transportation. Und wir sind hier eine von den Hauptsitzen in Herisau, aber wir sind in 80 Ländern vertreten. Und das Ganze machen wir mit 4.500 Mitarbeitern. Wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie entwickelt man so eine Small Cell? Es gab eine weltweite Ausschreibung, die hat Huber und Suhner gewonnen. Was macht man dann? In diesem Fall ging es nicht um schlüsselfertige Produkte. Es mussten neue Antennen entwickelt werden für die Small Cell. Und die Anforderungen hatten wir von der Deutsche Telekom. Und wir müssen noch Ideen haben, wie man diese Antennen kreiert, erstellt in den gegebenen Raum. Und ja, das macht man anhand des Simulationsprogramme. Man verifiziert und dann, wenn man zufrieden ist mit den Ergebnissen, geht man weiter. Konkretisiert man dann die Antennen, die Strukturen, die dazugehören. Was sind das für Anforderungen, die an so eine Small-Cell-Antenne gestellt werden? Telekom hat uns gewisse Anforderungen gestellt, und wie zum Beispiel 4G- und 5G-Frequenzbänder oder auch MIMO-Technologie und auch gewisse Formen von den Platten, wie die Ausstrahlung der Antenne ist.
Dazu kommen auch alle anderen Anforderungen, zum Beispiel, dass eine Antenne an einem Masten auch gewitterbeständig sein muss, wie zum Beispiel Regen ist auch ein Fall oder Vibration, wenn ein Lastwagen vorbeifährt, das gibt Vibrationen zu den ganzen Masten oder Strukturen. Ja, und wir haben es bis erdbebensicher getestet. Diese Prototypen werden dann also auch auf Herz und Nieren geprüft und getestet. Können wir uns das angucken? Oh ja, das kann ich gern zeigen. Wir sind jetzt in dieser Antennenmesskabine. Warum sieht das hier so cool aus? Das ist eine sogenannte Anechoic Chamber, also das heißt eine No-Echo-Kammer. Und hier wird dieser spezielle Aufbau so gemacht an den Wänden, damit keine Reflexionen entstehen. Also man kriegt kein Signal von draußen, keine Störung. Und die Antenne wird gemessen, wie es ist wirklich in der Realität. Das hier ist alles Kunststoff, vorne schwarz. Warum sind nur die Spitzen schwarz? Ja, aus einem einfachen Grund. Wenn es alles schwarz wäre, da drin würde man gar nichts sehen. Okay, wir sehen also ein bisschen was und wir sehen vor allem auch hier die Messkonstruktion. Wie genau läuft so eine Messung jetzt ab? Wir haben eine Senderantenne auf der anderen Seite und da ist der Empfänger. Es nimmt immer auf, was gesendet wird und es rotiert 360 Grad. Ja, und dann die aufgenommenen Messwerte werden dann an die Telekom geschickt. Irina, dann kommen die Messwerte aus dieser interessanten Antennenmesskabine zur Telekom auf den Tisch. Was machen wir damit? Wir validieren die Ergebnisse, wir schauen, wie die Antennendiagramme aussieht und ob das für unsere Ziele passt, genauso wie wir das brauchen. Nachdem der Prototyp auf Herz und Nieren geprüft wurde, geht es dann in die Produktion. Wir fangen mal oben an beim Antennengehäuse. Dafür geht es in die Spritzgussproduktion. Das Material ist in Form von Granulat. Man sieht es hier. Das ist Polymer. Auf Kunststoff und das wird angesaugt und weiterverarbeitet von der Maschine. Das Granulat, das wir vorher gesehen haben, kommt auf diese Schläuche in die Maschine hinein. Das wird dann in Farbe eingereicht und dann erhitzt auf 400 Grad, damit es in die Spritzgussform eingepresst werden kann. Und die Spritzgussform macht ebenso die Einzelteile dann fertig. Zwischen Antennengehäuse und Verbinder ist ein Kabel. Und auch so ein Kabel wird bei Huber und Suhner produziert. Ja, und hier sind wir in der Kabelproduktion. Hier wird den Innenleiter auf einen sogenannten Tensor gespannt, um den Zug auszugleichen und wird in die Maschine geführt. Ja, und auf diese Anlage wird das Teflon auf dem Innenleiter gepresst und dann führt bis zu den Ofen, oben wo es erhitzt wird. Ja, das halbe Fabrikat wird dann abgekühlt in einem Bad und in den Messgeräten geführt und gemessen und dann hier abgewickelt. So sieht es aus. Das sieht aber ein bisschen anders aus als das, was hier an der Smallcell-Antenne dranhängt. Ja, das stimmt. Es fehlen noch ein paar Prozessschritte und am Ende wird das umgemantelt und ja, dann. Okay, und was hängt hier unten dran? Ein Verbinder. Das können wir gleich anschauen. Dann gucken wir uns das als nächstes an. Hier in der mechanischen Fertigung werden die Verbinder produziert. In die Maschine wird eine Kupferstange eingeführt, die dann gefräst und gebohrt wird. Die fertigen Verbinder aus der Maschine sind noch etwas ölig. Sie werden gereinigt und dann weiter zur Galvanik geschickt. Die Einzelteile sind jetzt alle fertiggestellt, fertig produziert und kommen dann noch in die sogenannte Galvanik, wo wir jetzt sind. Das sieht super spannend aus. Was passiert in der Galvanik? Die Einzelteile werden hier veredelt. Also sie durchlaufen einen Prozess, einen elektrochemischen Prozess, durch verschiedene Bäder, wo an Chemikalien angereicht sind und dadurch entsteht eine Schicht auf den Einzelteilen, die die Verbinder oder die Einzelteile schützt. Und was kommt da für ein Material drauf? Gold, Silber oder Weißbronz.
Gold klingt jetzt erstmal super. Irina, da musst du mir mal helfen. Wir veredeln unsere Antennen mit Goldschichten. Das brauchen wir als Telekom dafür, damit unsere Signale durch die Antennen, durch die Stecker möglichst verlustfrei übertragen werden. So werden aus den Verbindern aus Kupfer Verbinder mit Gold- oder Silberüberzug. Jetzt haben wir heute ganz viel gesehen und gelernt, wie Smallcell-Antennen hier in der Schweiz entwickelt und auch produziert werden. Irina, was macht die Telekom jetzt mit diesen Smallcell-Antennen? Wir haben bei uns schon um 100 Standorte mit diesen neuen Antennen geplant. In ein paar Städten diese Antennen sind schon montiert und bald werden die funken. Darauf freuen wir uns. Dann bleibt uns nur noch Danke und Tschüss zu sagen. Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir heute in der wunderschönen Schweiz hier bei Huber und Suhner so einen tollen Blick hinter die Kulissen werfen durften. Ganz herzlichen Dank. Gern geschehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Kommentare habt, gerne unten in die Kommentarfunktion was reinschreiben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt über den Netzausbau und Umbau der Deutschen Telekom, dann abonniert einfach diesen Kanal.